Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Assetto Corsa. Ja, ihr seht es schon im Hintergrund, der Lotus Exige ist am Start. Ja, wir haben hier jetzt sozusagen ein reines Lotus-Event. Wo haben wir es denn? Hier, wir sehen nochmal, ich zeige euch mal kurz das Starterfeld. Lotus Elise SC, Lotus Evora S ist dabei und noch der Lotus Exige S ist dabei. Also, alles bunt gemischt, alles Lotus. Ich hoffe, das ist ungefähr auf einem Leistungsniveau. Die Gegner sind jetzt auf 90% gestellt, weil ich bin mir nicht sicher, weil ich fahre wirklich mit Handschaltung, Kupplung und alles Mögliche. Und das hat beim Üben jetzt noch nicht so gut ausgeschaut, aber wir werden es jetzt mal sehen. Auf jeden Fall, ja, 5 Runden sind wieder am Start, Nürburgring, wie gewünscht. Und ja, ich wünsche euch jetzt mal viel Spaß und ich hoffe mir auch viel Spaß. Und ja, dass ich da nicht komplett ganz abkacke. So, ich drücke jetzt mal hier wieder auf Fahren und schwinge mich dann schnell in meinen Sitz. So, wir starten 9. von 10, das heißt, es gibt viel aufzuholen. So. So, und ab geht die Post. Lasst die Kupplung schnalzen, Freunde der Sonne. Und ab geht's. Jetzt schauen wir mal. Der Start verlief ja schon mal ganz in Ordnung. Platz 8 sind wir, nein, Platz 9 sind wir gestartet. So, 5. Gang hier auch schon mal drin. Boah, was zieht der hier vor mich? So. Direkt erstmal auf 4 vorgeschoben. So, wunderbar ist das. Ah, sehr, sehr gut. So. Ah, kommen wir leicht quer mit dem Heck, aber geht. Beim Anbremsen ist es natürlich immer ein bisschen eklig. So, aber er hat schon hier eine kleine Lücke. Die müssen wir jetzt versuchen zuzufahren. Und ich habe auch die Schwierigkeit, aufgrund meiner Schaltprobleme mal auf 90% wieder runtergeschraubt. So. Weil ich habe nämlich massive Schaltprobleme, dass ich die Kurven nicht so fahren kann oder so fahren, ja, nicht so fahren kann, wie ich gerne hätte. Aufgrund eben dieses Schaltproblems mit der Handschaltung. So, was ist mit ihm hier? Hier kommen wir aber nicht vorbei. Aber bis jetzt so funktioniert das eigentlich ganz gut. So, jetzt kommen wir hier gut durch. Marion Hardy ist das. Ja, die oder der hat mehr Speed hier rauf. So, hier müssen wir sogar einen zweiten runterschalten. Normalerweise geht das hier alles wunderbar im dritten. Und hier wieder komplett quer. Kostet uns hier wieder so eine Dreckstrafe. Ich will den nicht aufhalten. Mein Gott. Das ist immer wieder. Immer wieder beim Anbremsen komme ich quer. Und das hat doch nur was mit dem Kuppeln und Schalten zu tun, oder? Jawohl, direkt mal hier wieder richtig verschaltet. Und auch richtig verbremst. Jawohl. So, 5. von 10. Ob wir das Treppchen kriegen, ist, steht unter einem anderen Stern. So. Weil wir kriegen jetzt auch von hinten Besuch. Und ich glaube nicht, dass die Evoras alle ein bisschen stärker sind als der Elise. Alter, das gibt's doch nicht, dass der 5. Gang da nicht reingeht. Aber seht das direkt, was das an Speed kostet. Oh oh. Ich dachte schon, der war jetzt ein bisschen zu spät. War er aber nicht. Trotzdem kam ich leicht quer. So, Mercedes Arena. Kommen wir wieder gut durch hier. Hier auch wieder einen zweiten runter. Man hört die Räder quietschen. Solange sie nur quietschen. Und noch nicht schreien. Es ist noch alles in Ordnung. So, wunderbar. Jetzt anbremsen. Hier so ist gut. Und hier nochmal anbremsen.
noch besser. Ich muss da wirklich mehr aufs Armbremsen schalten, ETC schauen, anstatt auf die Strecke. Das ist halt ein bisschen blöd. So. Ah, leider gerade mal wieder den zweiten nicht richtig reingekriegt. Ihr habt es, denke ich, mal gehört. Mit dem... Ja, das ist nie gut. So, wir kommen hier vielleicht ein bisschen besser durch. Ne, der hat mehr Topspeed, mehr Beschleunigung hier. Ah, das ist ein bisschen schade. Hier müssten wir jetzt wieder einmal runterschalten. So, jetzt hier kein Dreher wieder. So, jetzt passt das. Aber wir kommen einfach nicht nah genug ran. So, jetzt der fünfte Gang passt auch. Jetzt ist er drin. So, die bremsen hier ein bisschen zu hart eigentlich. Ja, wir müssten uns an irgendeiner Stelle mal daneben setzen können. Ah, hier aber kommen wir auch nicht besser raus. Weil wir können auf jeden Fall schneller fahren. Die ganzen Anbremspunkte und so weiter. Na, komm, wieder mal einmal verschaltet. Da zieht er mir direkt weg. Aber jetzt vielleicht erste Kurve. Richtig spät auf der Bremse. Kommt er innen? Nein, ich habe eine Strafe. Ich habe eine Strafe, aber er kommt nicht mehr. Traut sich nicht. Hätte er mich eigentlich locker wieder zurück überholen können. So. Ah, Kurvenscheitel verpasst. Oh Gott, komplett. Ach, komm, hör auf. Ja, fahr mir in die Karre. Komm, komm, gib Stoff jetzt. Meine Fresse. Das war jetzt ein Fahrfehler. Aber der ganz üblen Sorte. Darf eigentlich nicht passieren. So, die waren beide richtig zu spät auf der Bremse. Aber wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt es einfach nur. Das ist das Wichtigste. So, nein, nicht drehen, nicht drehen, nein! Nein, ach komm, hör auf, jetzt war ich so gut. Ich hatte diesen Fehler nie. Nie hatte ich diesen Fehler. Nie. Ach, und jetzt dreht es mich komplett. Weißt du, das ist immer so eine Dreckscheiße hier. Und ich verstehe nicht, an was das liegt. Ja, und jetzt komme ich natürlich hier nicht vom Fleck, weil ich immer das Drecksgras hier im Weg ist. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock, das wieder neu zu starten hier. So, darf ich jetzt mal fahren? So, ist gut. Ich weiß halt nicht, an was das liegt. Bis jetzt, ihr habt es ja gesehen, komme ich immer wunderbar durch. Und dann, keine Ahnung, hast du mal zu viel Drehzahl im zweiten Gang und dich dreht in dieser Drecksschleuder immer sofort weg. Das ist wirklich das Behindertste an der Karre hier. Hier auch. Warum? Warum einfach beim Anbremsen? Warum? Das verstehe ich nicht. Einfach so. Und das ist einfach... Ich habe jetzt aber auch nicht die Funktion gefunden, einfach so mit den VIP-Beschaltungen zu fahren. Das ging irgendwie nicht. Jawohl, jetzt habe ich wieder einen Blackscreen. Wenn alles zusammenkommt. Jetzt wieder nicht. So. Sonst ist die Karre eigentlich wirklich ganz cool, aber beim Anbremsen... einfach hier. Habt ihr es gesehen? Zweiter Gang drin. Läuft wunderbar. Aber bei manchen Stellen, da sagt er einfach, nee. Könnt ihr mir ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, warum das so ist. So. Vielleicht kommen wir ja nochmal nach vorne, aber ich bezweifle es. Ich bezweifle es wirklich.
Ich habe jetzt die KI schon so niedrig gestellt. Aber ich glaube, so schlecht ist sie dann trotzdem nicht. Ah, jetzt kommen wir hier wieder viel zu weit raus. So, okay, hier verstehe ich's. Hier war ich eindeutig zu spät, weil ich zu viel wollte. Das verstehe ich, ja? Wenn es mich dann hier fast dreht. Aber zum Beispiel an so Stellen, auch da oben an der einen Kurve, bevor es auf diese längere Gerade geht, da verstehe ich es halt überhaupt nicht, warum ich da einfach beim ganz normalen Anbremsen quer komme. Ohne, dass ich irgendwie schalte. So. Ja, der ist ja schon hier unten in der Kurve, bis ich da überhaupt ankomme. So, wunderbar. So gehört sich das hier, so die Kurve hier zu fahren. Und ich habe ja, ich glaube, grundlegend nicht so viel anders gemacht. So. Jetzt kurz vom Gas gehen und hier hochjagen das Ding. Da braucht man eigentlich überhaupt nicht bremsen. So. Hier ist auch. Hier, das geht wunderbar. So, und jetzt hier, gerade eben. Einfach so quer gekommen, aber jetzt kommt er hier halt auch nicht quer. Aber gut. Das ist halt so die Logik, die ich noch nicht so ganz verstehe. Oh, fünfter Gang. Der ging jetzt auch wunderbar. Nein. Und ich sehe es noch. Ich sehe noch Chancen, da vorne noch was zu holen. Hoffentlich habt ihr noch nicht ausgeschaltet. Das war auch fast schon ein bisschen zu spät. So. Hier noch durch die letzte Kurve. Also, das ist wunderbar. Das ist wirklich wunderbar. So, gibt das sogar... Ah, gibt nicht ganz... Oh, 9000stel. Das wäre jetzt eine neue schnellste Runde gewesen. 4 Sekunden sind es nur noch. Ich sehe da noch Chancen. So. Ah, wunderbar. Wow. Hier auch wieder komplett quer einfach. Das nimmt mir halt hier die komplette Speed. Und hier auch wieder. Weißt du, das ist so klar. Weißt du, bin ich dran? Und dann sagt er mir, nee. Darfst aber nicht. Da habe ich schon gemerkt, ich war ein bisschen zu schnell. Ein kleines bisschen, einen kleinen Ticken. Aber warum es mich dann da komplett dreht direkt? Frag mich nicht warum. So. Ich glaube, Alter, ich glaube, mit dem Auto darfst du echt nicht bremsen und Gas geben. Was heißt nein? Bremsen und einlenken, weil er dir sofort sonst mit dem Heck kommt. Ich glaube, daran liegt es, dass ich hier immer grandios scheitere. So. Aber wie gesagt, auch mal was anderes. Ist ja auch mal komplett was anderes. Aber muss man sich dran gewöhnen. Also ich zumindest. Ich bin das so mit Kupplung und Schaltung fahren überhaupt gar nicht gewöhnt. Obwohl ich halt auch selbst eine Gangschaltung in Realität fahre. Also, aber halt nie so im Grenzbereich am Limit. Alles klar. Ja, hier wieder. Mein Gott. Und dann immer diese Strafen. Aber gut, was soll's. Können wir auf jeden Fall nochmal wiederholen, dieses Event, wenn ich auf jeden Fall besser bin. So, und hier auch wieder gut verschaltet. Und das kostet so viel Speed. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So. Heieiei, das ist auch eine elendig lange Fahrt, gell? Also da muss man wirklich schauen. Anbremsen, einlenken. Oder anbremsen, runterschalten, einlenken. Ich glaube, das ist wirklich
die beste Methode hier mit dieser Karre voranzukommen. Hui! Ach ja, und zum Fahrverhalten hat mir auch noch einer was geschrieben. Ich sollte doch bitte mal schreiben, wie das Fahrverhalten ist. Ich muss ehrlich sagen, es taugt mir um einiges mehr als ein Gran Turismo. Ich weiß jetzt aber nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Also, ich kann das irgendwie nicht beschreiben, aber es fühlt sich besser an. Aber da wird es auf jeden Fall nochmal ein Video dazu geben. So, wir sehen die Elises. Die Elises sind alle ganz hinten. Also, es war wahrscheinlich auch die Karre nicht gerade die beste. Naja, Leute, ich würde sagen, ich verabschiede mich, sag Servus, ich hoffe, es hat euch gefallen und schreibt weiterhin in die Kommentare weitere Vorschläge, gell? Also, Leute, ciao, Servus.